Und ja, mein Name ist Andreas Schomburg. Ich bin schon seit geraumer Zeit bei der PTV tätig, in verschiedenen Rollen und zuletzt verstärkt im Sales und Business Development. Und habe heute die Ehre, meine liebe Kollegin Marianne Hai anzukündigen als ihre Präsentatorin zum Thema. Und jetzt wundern Sie sich bestimmt, weil viele kennen ja auch schon die Frau Hai. Und die hieß doch früher anders, ja, die hieß Frau Petersen. Und das hat sich seit letztem Samstag geändert. Also alle, die der Frau Hai noch gerne eine Gratulation aussprechen möchten, können das natürlich heute im Chat gerne tun. Die Frau Hai ist seit 2017 bei uns als technische Produktmanagerin tätig. Sie hat am KIT technische Mathematik studiert und ist in ihrer Funktion bei der PTV als Produktownerin verantwortlich für den Visum Publisher. Und in dieser Funktion wird sie Ihnen den aktuellen Stand der Entwicklung vorstellen. Und da sind wir schon sehr gespannt darauf. Und noch so als Verhaltensregeln oder als Information, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne in den Chat rein und schreiben die rein. Mal sehen, wie viele Fragen sind. Am Ende ist vielleicht auch noch die Möglichkeit, die Hand zu heben und auch noch direkt was zu sagen. Da schauen wir mal, wie sich das dann zeitlich entwickelt, wie viel Zeit wir haben. Aber wie gesagt, gerne Fragen stellen im Chat. Und so viel dann genug der Vorrede. Und Marianne, bitte übernehme. Vielen Dank, Andreas, und schönen guten Tag auch meinerseits. Schön, dass Sie alle da sind. Ich habe heute die Ehre, Ihnen PTV Visum Publisher vorzustellen und darauf einzugehen, wie Sie das Werkzeug in Ihrem Alltag einsetzen können und Planungsergebnisse darstellen sowie mit anderen teilen können. Zusammengefasst in einem Satz ist der PTV Visum Publisher eine Webanwendung, die es Ihnen ermöglicht, Eingangsdaten und Modellergebnisse aus PTV Visum auf interaktiven Dashboards darzustellen und mit anderen zu teilen. Im Kern ist das Konzept relativ simpel. Das sehen wir jetzt hier auf meiner nächsten Folie. Visum Publisher versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen allen Gruppierungen, die es rund um ein Modell gibt. Auf der linken Seite sehen Sie Modellierer und Modelliererinnen. Die kennen wir meistens schon ganz gut von der PTV aus. Das sind meistens Personen mit einem Hintergrund im Bereich Verkehrsplanung. Sie haben oft auch studiert, schon im Studium unsere Software PTV Visum kennengelernt und sind wirklich sehr gut darin, Modelle aufzubauen, zu kalibrieren und mit diesen umzugehen. Auf der Seite rechts oben sehen wir dann die Gruppe der Modellanwender und Anwenderinnen. Die sind meistens auch Experten, aber oft auch in anderen Fachgebieten. Also das sind zum Beispiel Angebotsplaner im ÖV, Städteplaner und Planerinnen, Straßenplaner und Planerinnen oder Personen, die sich mit der Infrastruktur auseinandersetzen, die also in ihrem Fachgebiet sehr gut sind und durch Wissen des Modells ihre Arbeit noch besser ausführen könnten, also die das als ja, Datengrundlage und Entscheidungsgrundlage nutzen können. Zusätzlich sehen wir dann hier noch aufgeführt die Entscheider und Entscheiderinnen selbst. Das können die Abteilungsleiter der Modellierer, Modelliererinnen sein oder auch ja, Leiter einer Behörde oder eines Verkehrsunternehmens, die auch gerne ihre Entscheidungen ja, daten- und simulationsbasiert treffen möchten. Visum Publisher versucht jetzt als ja, Kit in der Mitte diese Gruppen besser zusammenzubringen. Denn es können hier Daten aus PTV Visum hochgeladen werden und dann verschiedene Ansichten in Form von Dashboards auf diesen Daten definiert werden. Weitere Personen können auch Dashboards erstellen, wenn das ja, der Bedarf da ist, die Modellanwender und Anwenderinnen. Und Entscheider und Entscheiderinnen können Zugriff auf die Dashboards erhalten, um diese eben einzusehen, damit zu interagieren und dort Erkenntnisse rauszuziehen. Alle Gruppierungen können die Dashboards zum Kommentieren und zum Austausch nutzen. Wie genau das funktioniert, werden wir später in meiner Präsentation noch sehen.
Und das Wichtige ist eben, dass unterschieden werden kann, wer Dashboards erstellen kann, wer also hier ja, bearbeiten darf und wer Dashboards nur anschauen kann, um daraus Erkenntnisse zu ziehen und diese kommentieren darf. Das sind also getrennte ja, Rechte im Visum Publisher. Dieses Konzept des Visum Publishers führt dann zu diesem Arbeitsablauf. Als erstes müssen Daten exportiert und hochgeladen werden. Darauf können dann Dashboards oder damit können Dashboards erstellt und bearbeitet werden. Nutzer können eingeladen und verwaltet werden. Diese Gruppe kann dann kommentieren und Kommentare können eingesammelt werden und zusammengearbeitet werden. Und wenn das Projekt dann fortschreitet und es Änderungen an den Daten gibt, können diese sehr bequem aktualisiert werden. Und wenn Sie als Ziel wieder die Daten von ja, bestehenden Dashboards wählen, werden diese automatisch aktualisiert und es ist kein Bedarf da, die Dashboards zwingend anzupassen. Das ist die Unterstützung, die wir Ihnen bieten, um möglichst schnell im Projekt voranzukommen und auch Ergebnisse erneut teilen zu können. Nachdem dieser Zyklus einige Male ja, während der Laufzeit eines Projekts einer Fragestellung durchlaufen ist, können Sie hoffentlich dann Ihr Projekt erfolgreich abschließen. Ich möchte mit Ihnen jetzt diese einzelnen Schritte durchgehen und Ihnen zeigen, wie genau das im Visum Publisher aussieht. Das Daten exportieren und hochladen. Hier starten wir in Visum. Ich hoffe, einige von Ihnen kennen die Oberfläche. Sie finden den Export wie gewohnt unter Datei exportieren und Visum Publisher. Sie müssen also kein ja, neues Tool lernen dafür. Und Sie können hier dann eine individuelle Datenauswahl machen. Hier können Sie zwischen Netzobjekten und Trajektorien unterscheiden. Trajektorien sind vielleicht ein etwas neuerer Datentyp. Hier können Sie bewegte Daten exportieren, die auf einem Fahrplan basieren oder Umlegungsergebnis aus der simulationsbasierten Umlegung oder aus Ridesharing-Flotten, die Sie simuliert haben, die als Zubringer für den ÖV zum Beispiel genutzt werden können oder eben als alternativer Modus. Das reicht jetzt erstmal für die Folien. Ich möchte es Ihnen ganz konkret im Produkt zeigen. Sie sollten jetzt PTV Visum auf meinem Bildschirm sehen. Und wie gerade schon gesagt, finden Sie jetzt hier unter Datei und Exportieren die Option Visum Publisher. Natürlich benötige ich ein Konto, also ein Account, mit der Zugriff auf eine Subskription hat. Hier habe ich mich jetzt gerade eingeloggt. Der Browser bestätigt mir auch, dass ich eingeloggt bin. Und jetzt kann ich zurückkehren zu Visum. Sie können jetzt hier oben rechts sehen, wo meine Maus ist, dass da Marianne Hai steht. Also Visum weiß jetzt, dass ich mit meinem Account eingeloggt bin. Und ich bekomme hier in meinem Exportdialog schon einen Vorschlag für die Daten, die ich exportieren könnte. Hier schauen wir einfach beispielsweise mal in die Strecken rein. Hier oben könnte ich auch noch ändern, dass das nicht Strecken sind, sondern vielleicht die Anbindung. Aber ich bleibe jetzt mal bei Strecken. Und dann sehen Sie hier schon die gut und altbekannte Attributauswahl. Hier können Sie viele Attribute auswählen, die Sie exportieren wollen. Sie können auch noch, falls Sie schönere Beschriftung haben wollen, später in Ihren Dashboards, noch ein Alias einfügen und diese dann nach rechts befördern, um zu sehen, welche Attribute Sie ausgewählt haben, die dann für den ja, exportiert werden zum Visum Publisher. Um die Daten hier schon einzuschränken, gerade bei Strecken kann es ja sein, Sie haben Ihr Netz importiert von einem Anbieter oder OSM und brauchen vielleicht nicht das gesamte Netz, also alle Strecken für Ihre Darstellung später im Dashboard, dann können Sie das hier schon einschränken auf nur die aktiven Netzobjekte. Damit Sie später den Export einfach wiederholen können, falls sich irgendwas in Ihrer Versionsdatei geändert haben, können Sie die Auswahl speichern und auch wieder öffnen. Ich habe hier jetzt einen ja, ganz einfachen Parametersatz vorbereitet. Das sind einfach nur Bezirke, damit es gleich schnell geht und Sie auch sehen können, was passiert mit den Daten. Wenn ich jetzt hier auf Weiter klicke, dann muss ich auswählen, wo im Visum Publisher diese Daten landen sollen. Die Daten hier sind strukturiert in Modelle. Ich werde jetzt die Daten in mein Vier-Stufen-Modell von Halle exportieren. Hier habe ich Ihnen auch schon Daten vorbereitet für das Analysejahr und das Prognosejahr.
Aber ich kann auch sehr unkompliziert hier ein Szenario einfügen. Das nenne ich jetzt mal Webinar-Test. Dann entsteht ein neuer Unterordner in meinem Modell, den ich als Szenario verwenden kann. Und ich kann hier dann exportieren. Dann werden die Daten geschrieben, die benötigt werden, und ein Upload wird gestartet. Dafür kriege ich dann hier diese Meldung, die mir sagt, okay, die Daten werden zum Visum Publisher gesendet und Visum ist wieder frei. Ich kann also hier in meinem Visum weiterarbeiten. Zusätzlich Marianne, ist noch ein... Marianne, ja? Die Meldung, die poppte jetzt gerade nicht auf. Okay, schade. Ich dachte, ich hätte meinen Bildschirm komplett geteilt. Gut, dann müssen Sie sich jetzt vorstellen, hier unten, wo meine Maus gerade war, habe ich eine Meldung bekommen, die mir gesagt hat, dass der Upload gestartet wurde. Weil ich aber anscheinend präsentiere und meinen Bildschirm nicht korrekt geteilt habe, konnten Sie das natürlich nicht sehen, weil Meldungen sollen mich nicht stören bei der Präsentation. Ich hoffe, Sie können jetzt hier unten diesen kleinen Icon sehen. Rot mit einem jetzt, blauen Kringel dran. Jetzt kann man es sehen. Okay, sehr gut. Danke. Genau, weil dieses kleine Tool hier, was sich um den Upload kümmert, hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Und Sie haben vielleicht gerade hier noch gesehen, der Upload und die Verarbeitung lief noch. Hier habe ich auch eine Übersicht, was ich heute dann schon so gemacht habe. Und man kann sehen, ich habe schon mal einen Test so um 10 Uhr gemacht, Daten hochzuladen. Und ich sehe hier einen Link. Und falls irgendwas schieflaufen würde, würde ich das auch hier sehen. Die Oberfläche muss ich meistens nicht öffnen, weil normalerweise kriege ich auch wieder eine kleine Meldung gesendet, die dann so hochtoastet, dass die Daten bereit sind. Das heißt, ich kann mich entspannt darauf verlassen, dass Visum Publisher mir Bescheid gibt, wenn meine Daten soweit sind. Ich wechsle jetzt hier über den Link in den Visum Publisher. Dann wird ein neuer Tab in meinem Browser geöffnet. Und ich sehe hier jetzt die Datenansicht in meinem Visum Publisher und kann sehen, okay, hier ist wieder meine Struktur, mein Halle-Modell und in dem Szenario Webinar-Test kann ich jetzt sehen, dass meine Bezirke hier angekommen sind und ich kann auch noch ein paar Details sehen und sehen, dass ich die gerade eben hochgeladen habe mit Ihnen. Wenn die Daten soweit sind, geht's ans Dashboard erstellen, also nächster Schritt im Prozess. Dafür wechsle ich jetzt hier zu Dashboards und Sie können sehen, in meiner Subscription waren schon sehr viele fleißige Nutzer unterwegs. Ich möchte mit Ihnen aber von vorne starten. Also lege ich jetzt hier ein neues Dashboard mit Ihnen an, nenne es mal mein erstes Dashboard und erkläre Ihnen die Grundlagen. Ein Dashboard ist eine weiße Leinwand, die Sie beliebig gestalten können, damit das Dashboard genau zu Ihrem Projekt, zu Ihrem Anwendungsfall passt. Dafür stehen Ihnen verschiedene Komponenten hier auf der rechten Seite zur Verfügung. Sie können aus Vorschlägen auf Basis Ihrer Daten wählen. Das machen wir auch gleich zusammen. Sie können aber auch selbstständig verschiedene Kacheln konfigurieren. Hier gibt es Diagramme, einmal das Säulendiagramm und ein Liniendiagramm. Beispiele dafür werden wir noch im Laufe meiner Vorstellung sehen. Und die absolut wichtigen Kartendarstellungen. Hier können Sie zwischen den animierten Kartendarstellungen für Fahrplanfahrten, Simulation-Based Assignment-Umlegung und Ridesharing, Touren und Trips wählen oder sehr klassisch, ähnlich wie der Netzeditor, einfach eine statische Karte mit ihren Ergebnissen. Natürlich können Sie das Dashboard mit Text anreichern, um Erklärungen und Titel hinzuzufügen. Und um mehr Interaktion zu ermöglichen, gibt es noch eine Szenario-Auswahl, wo die Daten dann getauscht werden auf dem Dashboard. Die schauen wir uns im Detail auch gleich noch an. Im ersten Schritt möchte ich Ihnen aber zeigen, wie einfach es ist, hier Daten hinzuzufügen. Hier gibt es jetzt verschiedene Vorschläge. Wenn ich jetzt hier nach Timetable suche, so hatte ich meine Trajektorien für mein Analysejahr von meinem Halle-Modell genannt. Dann sehe ich hier, okay, genau für dieses Halle-Vier-Stufen-Modell im Szenario-Analysejahr gibt es eine Trajektoriendatei, die heißt Timetable 7 bis 9 Uhr. Und hier werden mir dann die Fahrzeugfahrten zusammen mit den Haltestellen angezeigt. Wenn ich diese Darstellung zu meinem Dashboard hinzufüge, wird dementsprechend eine Kachel angelegt, die ich jetzt hier direkt mal größer ziehe, damit Sie sie gut sehen können. Und ich klappe die Seitenleiste ein. Dann sehen Sie hier in Rot die Straßenbahn
Und die Zeit hier unten läuft schon ein bisschen. Und in grün die Busse. In diese Karte hier kann ich beliebig reinzoomen, um genauer zu sehen, okay, ja, meine Straßenbahnen fahren hier tatsächlich auf dem Weg. Ich kann meine Karte kippen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Ich zoome jetzt nochmal raus, dass Sie auch meinen ganzen Halle-Fahrplan sehen können und beschleunige mal die Animation. Dann sollten Sie jetzt sehen, wie hier ein Regionalverkehr einpendelt und auspendelt. Sie können die Straßenbahn sehen, wie sie fahren und auch die Busse. Diese Darstellung kann auch Personen, die nicht gut einen schematischen Fahrplan lesen können oder einen tabellarischen, einen Eindruck geben, wie sie das Angebot modelliert haben. Und es können auch sehr leicht Modellierungsfehler entdeckt werden, falls jetzt ein Bus oder eine Straßenbahn nicht auf entsprechend der Karte fährt. Das als ersten Eindruck, wie schnell Sie zu Ihrem ersten Dashboard kommen können. Der Visum Publisher hilft Ihnen bei jedem Schritt in dem Modellierungsprozess und Lebenszyklus eines Modells. Anhand dessen möchte ich jetzt auch mit Ihnen durch einige Beispiel-Dashboards gehen. Als allererstes möchte ich mich mit Ihnen mit Eingangsdaten beschäftigen, die für Modelle sehr wichtig sind und auch Eingangsdaten, die für die Nachfragemodellierung wichtig sind. Hier habe ich schon mal ein Dashboard weitestgehend vorbereitet und mein Ziel ist es hier, das Zielaufkommen für zwei Nachfragesegmente darzustellen. Einmal links und einmal rechts und dann noch einen Gesamtüberblick unten im Dashboard. Dafür habe ich hier schon statische Kartenkacheln eingefügt. Ich gehe jetzt in den Bearbeitungsmodus dieser linken Karte hier und möchte Ihnen noch detaillierter zeigen, was Sie an der Karte denn bearbeiten können. Sie können hier so generelle Einstellungen machen und auch einstellen, welcher Teilausschnitt der Karte angezeigt werden kann und die Hintergrundkarte. Und der wichtigste Teil ist, wie Sie Ihre Daten auf der Karte darstellen können. Hierfür stehen Ihnen verschiedene Layer zur Verfügung. Wie genau die angewendet werden können, sehen wir vollumfänglich im weiteren Verlauf. Für den ersten Schritt möchte ich mit Ihnen meine Bezirke aus Halle darstellen. Dafür wähle ich jetzt hier den Prismenlayer, der zweidimensional und dreidimensional verwendet werden kann und muss dann noch sagen, mit welchen Daten ich diesen Layer füttern will. Dafür wähle ich jetzt hier meine Bezirke aus Halle. Oh, ich stelle gerade fest, schon einen Filter gehabt, den schauen wir uns erst gleich an. Und Sie sehen, die Daten werden komplett angezeigt. Ich sehe jetzt hier meine Bezirke. Ich möchte die klassifiziert sehen nach dem Zielaufkommen. Das wähle ich jetzt hier direkt aus. Dann kann ich auswählen, ob entweder das Zielaufkommen für alle Nachfrageschichten aufsummiert werden soll oder ob ich eine einzelne sehen will. Ich möchte hier links jetzt die Nachfrageschicht von zu Hause zur Arbeit mit einem Auto verfügbar mir anzeigen. Die wähle ich jetzt hier auch aus. Und eine passende Farbskala kann ich mir auch noch wählen. Ich finde jetzt hier dieses rot schaschierte eigentlich ganz gut. Und Sie können schon sehen, dementsprechend wird hier links meine Karte eingefärbt und die Bezirke auch. Und ich bekomme automatisch generiert eine Klassifizierung für meine Farbpalette. Wenn ich die ein bisschen schöner machen will, kann ich hier eine benutzerdefinierte Skalierung wählen und kann hier entweder manuell diesen Schieber verwenden und ich kriege auch direkt schon einen Einblick da rein, wie meine Daten und meine Werte denn verteilt sind. Und optimalerweise ist wahrscheinlich hier so ein Wert mit 5000 ganz gut für die Klassifizierung. Ich kann jetzt noch die Transparenz für meine Bezirke setzen und eigentlich möchte ich die nur flach auf der Karte darstellen. Schon habe ich meine Darstellung für mein Zielaufkommen für die Nachfrageschicht mit einem Auto verfügbar. Und analog kann ich das jetzt auch hier für meine andere Karte machen. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, weil Sie das gerade schon gesehen haben. Hier wähle ich dann dasselbe Attribut, aber nicht das gesamte Zielaufkommen, sondern eben für die Personen, die kein Auto zur Verfügung haben, setze dieselbe Farbpalette ein und auch dieselbe Skalierung hier unten für die Klassen. Ich mache die auch noch ein bisschen transparent, dass wir das besser sehen können und habe jetzt hier
meinen visuellen Vergleich zwischen diesen zwei Zielaufkommen. Das Schöne an diesen zwei Kartendarstellungen ist, ich kann die optisch schon vergleichen. Und wenn ich jetzt hier in die Karte reingehe, bekomme ich auch die Einzelwerte zu sehen, ähnlich wie die Detailansicht in Visum. Und wenn ich etwas anklicke, dann habe ich direkt eine Synchronisation dazwischen. Das heißt, ich kann jetzt hier sehen, dass in der Altstadt ist es, dass hier sich die Werte schon ja um 2800 ungefähr unterscheiden und kann so sehr einfach die Werte vergleichen zwischen auch einem selektierten Bezirk und hier unten, weil ich habe ja immer noch diese Info an meiner Maus. Das als Beispiel, wie ich eine Ansicht auf die Bezirke machen kann in der Karte. Ich kann die Bezirke aber auch für ein Diagramm hier unten nutzen. Dafür gehe ich auch in die Bearbeitung dieses Säulendiagramms. Und Sie sehen, ich habe hier schon dieselbe Datenquelle ausgewählt, also die Bezirke. Und hier kann ich jetzt noch eine andere Ansicht auf dieses Attribut Zielaufkommen generieren, indem ich die Nachfrageschicht auf die X-Achse ziehe und das Zielaufkommen auf die Y-Achse. Und dann sehe ich über mein gesamtes Modell, also alle Bezirke aggregiert, die Summe des Zielaufkommens pro Nachfrageschicht. Also ich kann auch hier nochmal sehen, dass die Nachfrageschicht, die das Auto zur Verfügung hat, deutlich größer ist einfach oder das Zielaufkommen als hier unten für ohne Auto zur Verfügung. In Dashboards gibt es ähnlich wie in Visum auch Filter, die es mir ermöglichen, auf meine Daten ja noch spezieller drauf zu schauen. Den hatte ich auch gerade eben aus Versehen noch gesetzt. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Dieser wirkt nämlich global auf meine gesamte Ansicht. Also ähnlich wie vielleicht in Visum auf den Netzeditor und auf Listen. Wenn ich jetzt hier einen Filter erstelle, kann ich beispielsweise das Attribut Nummer auswählen. Und in meinem Beispieldatensatz, also meinem Modell, ist es so, dass die Bezirke so nummeriert sind, dass alle Bezirke mit einer Nummer kleiner als 100 die Bezirke der Innenstadt sind. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier diesen Filter aktiviere, werden kleiner als 100, dann sehe ich nur die Innenstadtbezirke in meinem Halle-Modell und auch hier unten wurden dementsprechend die Werte gefiltert für mein Diagramm. So kann ich also sehr leicht die Gesamtansicht verändern. So, das als wirklich Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie ein Dashboard relativ einfach auf Basis Ihrer Daten erstellen können. Natürlich können Sie auch beliebig andere Daten, die Sie als Strukturdaten beispielsweise in Ihrem Modell halten, anzeigen. Hier ein Beispiel für Berlin. Hier wurden für alle Bezirke der prozentuale Anteil der Arbeitsplätze dargestellt als Farbe und zusätzlich dann noch die Bevölkerung pro Quadratkilometer in den Bezirken, um so ein Gefühl zu bekommen, wo wohnen denn die Personen oder die Menschen in meinem Modell und wo sind verfügbare Arbeitsplätze. Die Darstellung können Sie natürlich beliebig anpassen, was Ihre Struktur, je nachdem, was Ihre Strukturdaten sind. Neben den Strukturdaten, also Eingangsdaten und auch im Bereich Nachfrage, brauchen Sie natürlich auch immer das Angebot. Ein Beispiel, wie Sie Angebot darstellen können, ist jetzt in diesem Dashboard hier zu sehen. Links sehen Sie das IV-Netz, eingefärbt nach der Geschwindigkeit im unbelasteten Netz. Das können Sie beispielsweise nutzen, wenn Sie lokale Vertreter haben, die die Bereiche in Ihrem Modell vielleicht besser kennen und hier überprüfen können, ob das Angebot so stimmt, ob auch das Netz richtig modelliert worden ist. Und rechts eine beispielhafte Ansicht, wie Sie das Angebot des ÖVs noch statisch darstellen können, also nicht animiert. Hier mit den Haltestellen, die ja in der Größe variieren, je nachdem, wie viele Linien hier halten. Natürlich der Hauptbahnhof hier in Halle extrem groß, weil hier 23 Linien in dem Modell halten. Und dann die Anzahl der Linien auf dem Netz als solche 3D-Vorhänge gezeichnet, um ein Gefühl zu bekommen, wo denn viele Linien in dem ÖV-Angebot sind. Und natürlich auch wieder hier können Sie die Daten auch für die Darstellung in Diagrammen nutzen, um beispielsweise einen Überblick darüber zu bekommen, wie die Anzahl der Linien pro
Haltestelle so verteilt sind. Und natürlich gibt es deutlich mehr Haltestellen, an denen nur eine Linie hält. Und anscheinend gibt es auch Haltestellen in meinem Modell 11 Stück, wo gar keine Linie hält. Das sind dann vielleicht welche, wo ich nochmal reinschauen muss. Wenn Sie die Nachfrage und die Eingangsdaten haben plus Ihr Angebot, können Sie natürlich auch die Umlegung in Visum rechnen und diese dann darstellen in Visum Publisher. Hierfür erstmal ein Beispiel aus dem ÖV-Bereich. Hier sehen Sie einmal links das Netz dargestellt mit der Gesamttagesbelastung im ÖV und rechts aufgefächert die Belastung, die dynamisch über den Tag besteht im Gesamtnetz für die unterschiedlichen Verkehrssysteme. Das heißt, Sie können auch so ganglinienartige Diagramme darstellen, wenn Sie eben diese Zeitdimension haben in Form von Analysezeitintervallen. Wie in jeder Karte hier links kriegen wir hier natürlich die Detailinformationen. Ich klicke hier mal drauf auf diese Strecke. Auf dieser Strecke sind ungefähr 6600 Personen unterwegs, über den Tag gesehen aggregiert. Und vielleicht haben Sie jetzt hier schon bemerkt, hier möchte ich Ihnen nämlich zeigen, wie diese Szenarioauswahl funktioniert. Hier sind jetzt zwei Datensätze hinterlegt aus meinem Halle-4-Stufen-Modell. Einmal Daten aus dem Analysejahr und einmal aus dem Prognosejahr. Wenn ich noch weitere Daten hinzufügen würde, wie die aus unserem Webinar-Upload gerade, könnte ich die hier aktivieren. Und dann können Betrachter sowie Bearbeiter in meinem Visum Publisher hier auswählen, ob sie die Prognosejahrdaten sehen wollen oder die Analysejahrdaten. Wenn ich jetzt also hier auf Prognosejahr klicke, dann sehen Sie, die Daten werden neu geladen und der Wert für meine ausgewählte Strecke ist hier ungefähr 6000 Personen weniger. Das bedeutet, ich kann hier relativ einfach Daten vergleichen und wenn jetzt ich eine neue Umlegung rechnen würde, könnte ich diese hier ebenfalls einfach in meinen Schalter einfügen und dasselbe Dashboard wiederverwenden. Genau, und Sie sehen auch rechts, wie das Diagramm sich hier verändert, also die Gesamtbelastung nimmt ab. Neben dem ÖV können Sie natürlich auch MIV-Umlegungsergebnisse darstellen. Hierfür habe ich ein recht klassisches Beispiel mitgebracht. Hier sehen Sie die Gesamtnetzbelastung im MIV für Karlsruhe-Daten, also mein Karlsruhe-Modell. Wir sind gerade aus Halle nach Karlsruhe rübergejettet. Und ganz klassisch können Sie hier den Vergleich sehen von Anzahl an LKWs des Verkehrs im Verhältnis zu den Privatautos, Privat-Pkw. Und wenn Sie so eine Darstellung machen, bekommen Sie natürlich auch die Gesamtanzahl oder die Anzahl wieder hier pro Strecke angezeigt und können diese relativ leicht vergleichen. Modelle sind ja nicht nur dafür da, um Umlegungsergebnisse in dieser Form darzustellen, sondern sie dienen auch dem Zweck, noch weitere Analysen zu machen, also wirklich in die Anwendung dann zu gehen, wenn alles soweit steht im Modell. Hierfür habe ich auch noch einige Beispiele Ihnen mitgebracht. Beispielsweise hier eins aus dem ÖV wieder. Hier die Analyse einer ÖV-Linie, das ist eine Straßenbahn in Halle. Hier habe ich verschiedene Diagramme kombiniert. Also ich kann hier einerseits Gesamtkenngrößen sehen für die Linie T9, die von Süden nach Norden fährt. Ich kann hier die Gesamtpassagierkilometer aus meiner Umlegung sehen und die Servicekilometer. Ich habe entlang der Linienroute, also entlang der Fahrt, die Passagiere im Fahrzeug abgebildet als Verlauf, was als Betreiber sehr interessant sein kann. Und ich sehe dann wiederum noch in der Karte, wie diese Belastung sich denn geografisch verteilt. An der Stelle habe ich diese Szenario-Datenauswahl ein bisschen verändert und statt dass ich durch Zeitschritte gehe, kann ich hier jetzt einzelne Linienrouten auswählen und mir dann den Verlauf hier anschauen und die Kenngrößen, was vielleicht im ÖV-Bereich interessant sein kann. Neben diesen Einzelauswertungen können Sie natürlich auch
grafische Ergebnisse, die Sie eigentlich in Visum oft anzeigen, persistieren in Form von benutzerdefinierten Attribute und diese dann im Visum Publisher darstellen. Hier als Beispiel eine ÖV-Spinne gerechnet für den Bahnhof, Hauptbahnhof in meinem Halle-Modell in der Morgenspitze zwischen 7 und 8 Uhr. Und hier habe ich dann die Haltestellen dargestellt mit den Ein- und Aussteigern dieser Spinne, also der Personen, die am Hauptbahnhof umsteigen, und mir die Netzbelastung noch hinzugefügt in Gelb. Ähnliche Analysen können Sie natürlich auch im IV machen, an Ihrem Netz, also an den Strecken speichern und darstellen. Hierfür habe ich noch ein Beispiel hier drüben. Hier wurde eine Spinne für einen Standort hier das kommt aus dem Validate-Modell, muss man vielleicht noch dazu sagen, also dem deutschlandweiten Modell als Beispiel. Hier wurde ein Standort ausgewertet und geschaut, wie verhalten sich denn die MIV-Wege, die an diesem Standort vorbeigehen, um eine neue Tankstelle bewerten zu können. Man sieht in verschiedenen Farben die unterschiedlichen schon bestehenden Standorte von Tankstellen und dann eine Spinne gerechnet für den potenziell zukünftigen Standort und eingefärbt dann nach der Belastung, um eben zu sehen, wo würde jetzt hier viel Verkehr sein, der potenziell an diesem Standort vorbeifährt, zusammen mit den Ziel- und End-, also Quellverkehr und Zielverkehr drumherum um diese Spinne. Also es lassen sich wirklich viele Dinge kombinieren, die Sie in Visum darstellen können, die Sie dann ja anderen zur Verfügung stellen können über so einen leichtgewichtigen Zugang. Zusammengefasst, also nochmal, Dashboards können Ihnen im gesamten Lebenszyklus eines Modells unter die Arme greifen und Sie unterstützen und Ihre Arbeit noch sichtbarer machen, beziehungsweise Ihnen Zugriff auf Ergebnisse und Darstellungen Ihrer Kollegen und Kolleginnen geben. Wenn man diese ganzen Dashboards hat, je nach Anwendungsfall, dann geht es darum, die Nutzer, die Personen, die Zugriff haben sollen, zu verwalten und mit denen man zusammenarbeiten will. Im User Management können Admins NutzerInnen einladen, deren Rollen verwalten und NutzerInnen entfernen. Hierfür habe ich Ihnen ein kleines Video mitgebracht. Hier sehen Sie jetzt mich eingeloggt im User Management von meiner Subscription. Und ich selbst sehe mich in der Liste der Personen, die Zugriff hat. Ich bin Admin, deswegen habe ich hier einen kleinen Haken. Ich bin auch Editor, damit ich Dashboards bearbeiten kann. Und die Personen, die nur Viewer sein sollen, haben ein Häkchen dementsprechend in dieser Spalte. Das sind vor allem meine Kollegen, denen ich die Dashboards zur Verfügung stellen will. In der sortierten Liste kann ich dann eben sehen, wer alles Zugriff hat. Wenn ich da zum Beispiel feststelle, dass hier unsere Support-Adresse eigentlich nicht hingehört, kann ich diese entfernen. Und ich kann auch die Zugriffsrechte der bestehenden Nutzer bearbeiten. Also ich kann beispielsweise jemand zum Admin machen. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass mein Kollege noch fehlt. Deswegen tippe ich jetzt seine E-Mail-Adresse hier ein und möchte ihn einladen. Da er nur betrachten soll, stelle ich für ihn das Recht Viewer ein, sage, dass er damit einverstanden ist, dass ich ihn einlade und versende dann eine Einladung. Diese Aktion führt jetzt dazu, dass er eine E-Mail bekommt mit einem Link. Diesem kann er folgen und damit die Einladung annehmen. Wenn er noch keinen Account besitzt, muss er sich erst registrieren, also einen MyPTV-Account erstellen und hat dann Zugriff auf alle Dashboards, die ich dementsprechend markiert habe, die ich als sichtbar für die Rolle Viewer eingestellt habe. Das heißt, ich kann für Dashboards, die eben noch nicht ganz fertig sind, entscheiden, ob sie sichtbar sein sollen für die Leute, die Viewer sind. Zusätzlich kann ich hier jetzt für Einladungen, die ich ausgesprochen habe, auch einstellen, dass ich diese erneut senden will, weil die ab 2 Wochen ablaufen. Oder ich kann sie widerrufen, falls ich aus Versehen mich vertippt habe hier bei der E-Mail-Adresse. Nachdem ich dann verwaltet habe, wer denn alles Zugriff hat auf meine Subscription, kann ich aktiv zusammenarbeiten. Natürlich kann ich auch ganz am Anfang vom Projekt alle einladen, je nachdem, wie mir das am besten passt. Das Zusammenarbeiten besteht vor allem daraus, dass man die Karten kommentieren kann.
Im ersten Schritt sind es nur die statischen Karten, also die Karten, die wir jetzt vor allem in den letzten Dashboards angeschaut haben. Hierfür habe ich Ihnen wieder ein kleines Video gemacht, damit Sie sehen können, wie das Kommentieren mit unterschiedlichen Accounts funktioniert. Der Account hier ist jetzt mein Test-Account Snoopy. Genau, Snoopy erkennen wir an dem Icon mit dem kleinen Snoopy. Wenn Snoopy die Dashboards öffnet, dann sieht er nur die Liste der Dashboards, die auch als sichtbar für ihn eingestellt sind, also sichtbar für Viewer. Die ist in meiner Subscription schon relativ lang, weil ich besonders viele Dashboards anlegen kann. Snoopy kann jetzt dieses Dashboard hier öffnen und sieht dann das Dashboard im Betrachtungsmodus. Der Betrachtungsmodus lässt zu, dass Snoopy auf der Karte navigiert und rumzoomt, aber die Seitenleiste, die Sie rechts sehen, ist eingeschränkt. Snoopy kann nur Kommentare erstellen. Er kann hier jetzt genau die Bezirke anklicken und vielleicht feststellen, ah, dieser Bezirk hat aber einen sehr geringen Wert. Wenn er jetzt auf Kommentieren klickt, wie gerade passiert, dann wird ein Kommentar für diesen Bezirk erstellt und ein entsprechender Text kann eingegeben werden. Jetzt in diesem Fall, der Wert erscheint mir sehr bisschen zu niedrig. Und er kann auch kategorisiert werden, um Kommentare leichter zu verwalten. Danach kann weiter in der Karte und im Dashboard umhergezoomt werden. Wenn ich mich jetzt mit meinem Account wieder einlogge und das Dashboard ebenfalls öffne, dann kann ich das Kommentar von Snoopy in diesem Fall sehen, aber auch von allen anderen Nutzern und darauf reagieren. Ich kann jetzt hier eine Antwort schreiben, dem zum Beispiel zustimmen und sagen, ja, ich werde das nochmal überprüfen im Modell. Und ich hätte auch noch die Option, das Kommentar aufzulösen, also als erledigt zu markieren, wenn das passiert ist, wenn ich beispielsweise die Daten aktualisiert habe. Und im Fall, wenn es sehr viele Kommentare gibt, könnte ich auch fokussieren auf der Karte als Option wählen, damit ich in der Karte auf das Kommentar zoome, falls ich es nicht finden kann. Das heißt, es gibt eine Synchronisation zwischen der Karte und den Kommentaren. Zusätzlich können Kommentare auch frei auf der Karte platziert werden. Das können Sie nutzen, wenn Sie Rückmeldungen zu Ihrer Datenbasis sammeln und wissen wollen, ob alle Strecken vorhanden sind, ob alle Standorte, alle Bezirksschwerpunkte und so weiter da sind, dann kann diese Funktionalität sehr hilfreich sein. Das zum Kommentieren soweit. Was Sie bestimmt schon bemerkt haben, ist, überall werden die Nutzernamen angezeigt. Das heißt, Sie werden darin unterstützt zu sehen, wer hat hier was bearbeitet an Dashboards, an Daten, an Kommentaren. Und sehr bald, wahrscheinlich in 2 Wochen, unterstützen wir Sie auch noch beim gemeinsamen Arbeiten in Ihrer Subscription. Wir helfen Ihnen, indem wir eine Konfliktbehebung Ihnen anbieten beim Speichern von Dashboards. Das bedeutet, wenn ich jetzt mein Dashboard bearbeite und speichern will und währenddessen ein anderer Nutzer das Dashboard gespeichert hat, dann kann ich mich entscheiden, ob ich seine Änderung überschreibe oder meine Änderung verwerfe. Oder zusätzlich gibt es noch die dritte Option, das Dashboard als neue Kopie anzulegen. Das heißt, wir werden verhindern, dass Sie gegenseitig aus Versehen Ihre Dashboards kaputt machen. Das war es soweit zur Funktionalität rund um das Arbeiten mit dem Bison Publisher. Jetzt sind Sie bestimmt schon sehr gespannt, wie genau kann ich das denn kaufen? Wie kann ich das in meinem Projekt dann einsetzen? Dafür würde ich Ihnen gerne kurz eine Übersicht geben über die Pläne, die es für den Bison Publisher geben wird. Aktuell gibt es jetzt schon die kostenlose Testversion, die Sie testen können und dann später jederzeit upgraden können. Hier können Sie die gesamte gezeigte Funktionalität ausprobieren, bis auf das Einladen, weil Sie hier nur alleine Zugriff haben. Und ab kommendem Monat, also nicht mehr sehr viele Wochen, können Sie sich entscheiden, ob Sie in einem kleineren oder einem größeren Team zusammenarbeiten wollen. Beide dieser Pläne werden es Ihnen ermöglichen, zusammen in der Cloud zu arbeiten mit Kolleginnen, Kollegen und Kundinnen und Rückmeldungen von allen Beteiligten einzusammeln. Nur die Anzahl der Nutzer, die Sie hinzufügen können, unterscheidet sich eben. Zusätzlich arbeiten wir aktuell jetzt schon daran, dass Sie Dashboards nicht nur
teilen können, indem Sie einzelne Personen einladen, sondern dass Sie für jedes Ihrer Dashboards einen Link generieren können, den Sie an beliebigen Stellen einfügen können oder versenden können. Also den Sie beispielsweise auf Ihrer Website veröffentlichen können, den Sie per Mail an Ihr Projektteam oder Konsortium schicken können, wenn Sie gar nicht genau wissen, wer einzeln eigentlich Zugriff haben soll. Oder Sie können es in sozialen Medien posten. In Zukunft wird es auch noch Erweiterungen für diese Pläne geben, um die Anzahl der Dashboards zu erhöhen, also mehr als 20 Dashboards anlegen zu können oder mehr als 50 Nutzer hinzufügen zu können. Und es wird auch eine Erweiterung für zusätzliche Beratungsleistungen im Bereich Professional Services geben. Zusammengefasst nach 40 Minuten Vortrag nochmal Ihre Vorteile beim Arbeiten mit dem Visum Publisher auf einen Blick. Sie können Daten direkt in PTV Visum selektieren, Dashboards und Daten bequem aktualisieren, was Ihnen viel Zeit während des Projektes ersparen wird, attraktive und interaktive Visualisierungen erstellen. Ihre Daten sind natürlich sicher in der europäischen Cloud abgelegt. Sie können spezifische Rückmeldungen zu Details und Eingangsdaten und den Ergebnissen sammeln und somit eine aktive Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten ermöglichen. Falls Sie nach dem Webinar noch ein bisschen stöbern wollen, dürfen Sie sehr gern die Produktseite hier besuchen. Und falls sich Ihr Interesse wecken konnte, dann freue ich mich sehr, wenn Sie auf der Seite die Option nutzen, sich einen kostenlosen Zugang zu aktivieren und selbst schon mal Ihr Dashboard zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Fragen. Ja, vielen Dank, Marianne. Sehr toller Vortrag, sehr eindrucksvoll, also hat mir jetzt sehr gut gefallen. Jetzt haben wir aktuell gerade 0 Fragen im Chat und ich ermuntere jetzt einfach alle Teilnehmer nochmal, wer was fragen möchte, kann auch gerne die Hand heben oder sich vielleicht auch direkt entmuten und das dann auch persönlich tun, wenn er möchte. Ansonsten würde ich einfach nochmal jeden Teilnehmer oder alle ermutigen wollen, kommen Sie auf uns zu. Da sind jetzt noch keine Preise eingetragen gewesen, was jetzt so eine Subscription in klein oder groß kosten wird. Aber ich weiß es auch selber noch nicht, leider. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, die ersten Interessenten, die mit uns zusammenarbeiten möchten und das professionell angehen möchten und ein Projekt da drin veröffentlichen wollen oder da drin arbeiten wollen. Die ersten, die auf uns zukommen, da werden wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal mit den besonderen Preisen agieren, weil wir halt daran interessiert sind, dass wir möglichst viele Nutzer jetzt zu Beginn bekommen, weil je mehr Nutzer, desto besser wird das Produkt natürlich auch am Ende noch. Ja, kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an. Stellen Sie Fragen. Das passiert, wenn man selbsterklärendes Tool vorstellt, dann gibt es nicht so viele Fragen. Ja, scheint tatsächlich ein Stück weit so zu sein. So soll es ja auch im Grunde genommen sein. Ja. Wenn da jetzt nichts mehr passiert, dann würde ich mich bei allen Teilnehmern bedanken. Schön, dass Sie dabei waren in der Sommerzeit. Wir haben es ja heute nicht ganz so heiß. aber wer noch nicht im Urlaub war, dem wünsche ich einen schönen Urlaub. Wer schon wieder da ist, dem wünsche ich jetzt auf die Zähne beißen und der nächste Urlaub steht bestimmt wieder an. Dir nochmal herzlichen Dank, Marianne. War sehr, sehr gerne. Gut. Und Ihnen allen noch eine gute Sommerzeit. Vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.